So. 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 Na, kriegen wir das letzte da jetzt rein? Ha, irgendwo war schon wieder nicht pixelgenau. Ich liebe es, wenn ich das hier verkacke. Ich gucke einfach mal, ob ich es jetzt besser hinkriege. Yep. Das ist nämlich von den lieben Entwicklern genau ausgerechnet worden, wie viele Betten hier reinpassen. Beziehungsweise genauso aufgebaut worden, dass man wirklich, wenn man nur das Ganze richtig genau setzt, ein Bett mehr reinsetzen kann als alle anderen. Also, geht doch. So, Maximalgeschwindigkeit. Yes, sehr schön. Ich muss meine Maus dann immer wieder umsetzen, beziehungsweise umbauen. Das ist nice, das ist nice. So, dann werden wir hier auf die Seite. Noch ein paar Energiekollektoren setzen. Nicht zu viele, so 2-3 Stück, aber wir werden hier ein paar hinsetzen. Der Sandsturm tangiert mich eben gerade irgendwie nur peripher. So, Alarmstufe gelb. Nein, wisst ihr was? Wir werden keine Energiekollektoren eben gerade setzen. Wir werden jetzt als nächstes die Aufbereitungsanlage bauen. Nämlich eine schöne große. Ist das die große? Das ist die große. Und wenn die fertig ist, dann kann hier nämlich vollkommen aufbereitet werden. Dann können wir hier die alten Aufbereitungsanlagen entfernen, weil die kommen ja anscheinend nicht hinterher. Wir haben nämlich 20 Eisen rumfliegen, aber nur 5 Metall. Was mich schon wieder etwas verwundert. Minimal verwundert. Vor allem können wir jetzt hingehen und, weil wir doch eine ziemlich Überproduktion haben, ich gehe das Risiko ein, ich entferne 3 meiner Windturbinen. Damit A, hier hinten die eine Windturbine noch fertig gebaut wird und B, ich hoffe auch, dass die Aufbereitungsanlage fertig gebaut wird. Weil dann können wir die Aufbereitungsanlagen nämlich hier entfernen. Achso, der Windsturm ist vorbei. Ne? Vielleicht mal die Warnung deaktivieren. Und wir haben so viel gottverdammtes Erz eben gerade, dass wir diese Mine jetzt hier auch abbauen. Nein, es gibt keine Überproduktion. Die können maximal das produzieren, was sie hier stehen haben. Nicht, es gibt keine Überproduktion. Das ist nicht so vorgesehen, deswegen passiert das auch nicht. So, zack, zack, zack. Im Biodom können sie sich entspannen. Daneben haben wir die Aufbereitungsanlage. Was wollte ich denn neben der Aufbereitungsanlage haben? Das ist jetzt die große Frage. Also hier wird das Labor hinkommen, das weiß ich jetzt schon. Was war denn neben der Aufbereitungsanlage? Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir dort unten. Das Labor, die Krankenstation haben wir hier unten. Oh, nein, die Krankenstation haben wir nicht. Aber die ist Schwachsinn, weil die ist ein Dead End. Wenn wir sie da hinsetzen würden. Was hat... Oh, 3 Kolonisten wieder verkackt. Wir sind auf 7 Ingenieure runter, weil hier irgendwo mal wieder eine Verbindung getroffen wurde. Das müssen wir auch so bald wie möglich wieder online nehmen. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wir haben hier den Biodom. Zusätzlich zum Biodom kommt hier eine Kantine hin. Daneben ein Schlafsaal, so war zumindest der Plan gewesen. Ich kann natürlich das Kontrollzentrum hier reinbauen. Das wäre da an einer relativ guten Stelle, würde ich sogar fast sagen. Aber gleich erst, aber erst gleich. Die Aufbereitungsanlage ist gleich erstmal fast fertig. Sie ist fertig. Sie ist komplett fertig. Das heißt, ich werde jetzt ganz dreist sein und meine alten Aufbereitungsanlagen komplett entfernen. Zack. Gut, ich habe jetzt auch ein paar Leute dadurch rausgeschmissen, aber das ist egal. Luft, den Sauerstoffgenerator, ich glaube, den brauchen wir hier hinten nicht mehr.
So. Windturbine wurde gebaut. Sehr gut. Wir stützen uns halt eben komplett auf Wind. Aktuell. Ist zwar nicht intelligent, ist auch nicht gut, dass man das macht, aber soll man machen, ne? Alter Vater, wie viel Erz hier rumliegt. Ich glaube, uns fehlen einiges an Robotern. Bin gerade am überlegen, ob ich die Halbleiterfertigung nicht nochmal anschmeißen soll. Und die Botproduktion und den Umbau kurz pausiere. Wobei, wir stellen dem gerade Baubots sogar her. Wie viele Baubots haben wir denn aktuell? Ein. Okay. Kajüte hat keinen Sauerstoff. Welche Kajüte? Oh, die Kajüten hier hinten haben keinen Sauerstoff. Das ist ja ärgerlich. Dann würde ich doch mal sagen, weg damit. Wir haben hier genug andere Schlafplätze. Die Kajüten sollten eh weg. Hi, PTK. So, dann lassen wir erstmal hier fertig bauen. Wenn die hier auch fertig gebaut sind, die Baubots, dann können wir das hier komplett erstmal entfernen. Yay, lass mich ran, das war der Baubot? Nein, das war nicht, das war ein Transportbot. Das ist aber auch scheiße. Das ist auch Kage. Hochgradig Kage. Gut, die Halbleiterfertigungen sind ebenfalls fertig. Ja. Ja. Na, schade. Es wäre cool, wenn man hier das noch... Aber nein, das passt leider nicht. Ah, hier könnten wir aber. Wollte ich hier nicht die Krankenstation haben? Wollte ich hier nicht eine Krankenstation hinhaben? Aber die passt nicht von der Größe her. Ah! Aber die passt dahin von der Größe her. Das ist genial, das nehme ich. Ist gekauft. Dann brauche ich mir die hier nicht unten anlachen, wo ich sie erst hatte. Dann kann ich die andere Krankenstation nämlich komplett entfernen. Wir haben eh keine Kranken. Das ist so selten, dass wir mal Kranken brauchen. Aber was man hat, das hat man. Wenn man es dann braucht, dann haben wir es. So, wow. Hier hinten liegen immer noch sehr, sehr viele Sachen rum. Wie ich feststellen muss. Wir haben immer noch eine fette Überproduktion. Die nächste Botwerkstatt ist fertig. Die macht uns Transportbots, genau. Das sind eben gerade die beiden Botarten, die wir brauchen. Transportbot und Baubot. Wie sieht's aus? 62%, 0%. Du kannst recycelt werden. Du kannst recycelt werden. Und du kannst recycelt werden. Strukturen haben keinen Sauerstoff. Ja, das passiert in letzter Zeit öfter, habe ich mir sagen lassen. Frag mich nur, warum. Ach so. Ach so. Na gut, dann wird's wohl Zeit, dass wir mal das Biodom umziehen, wa? Also erstmal hier das neue befüllen. Wir brauchen Reis. Wow. Wir brauchen Mais. Wir brauchen Weizen, meine ich. Und wir nehmen Heilpflanzen. Ja. Nein. Ich muss ihm gerade überlegen, wie ich es mache. Warte mal. Hört mal auf hier, bevor ihr baut. Na. So viele Heilpflanzen brauchen wir nämlich auch nicht. So viele Heilpflanzen brauchen wir nicht. Nein, hört auf zu bauen. Hört doch auf zu bauen. Diese gottverdammten Baubots. Warum haben wir Baubots geholt? So ein Schwachsinn. Wer braucht schon Baubots? So, wo ist die Kantine? 5 Kolonisten gestorben, weil sie direkt in den Schlafsaal reingeballert ist. Mann! Egal.
Der Essensfertiger. Es gibt auch neue Mahlzeiten, die sind aber uninteressant. Ich brauche immer noch Weizen. Weizen, Pilze und Fleisch. Weizen, Pilze, Fleisch. Warte mal, Pilze, waren die langsamen oder die schnellen? Das waren die langsamen, sehr gut. Weizen war das mittlere, sehr gut. Weizen, Pilze. Noch mehr Pilze. Und dann bauen wir doch ein paar mehr hier hinten hin. So. Dann kann das starten und das kann komplett recycelt werden. Wuhu! Yay! Wie sieht's denn hier hinten eigentlich aus? Dich wollte ich ebenfalls mit priorisieren. Damit hier die Bot-Werkstatt mal aus dem Pferde kommt. Und mehr Reparaturdinger und mehr Baudinger. So, ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das... Ach, sehr schön. Alles schon fertig. Perfekt, 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 perfekt. Vor allem gehen sie mir jetzt nicht auf den Keks mit. Wir brauchen noch mehr, wir brauchen noch mehr. Noch mehr von was, frage ich euch. Noch mehr von was. So, wie sieht es denn aus mit der Energie? Wir produzieren 407 und haben einen Verbrauch von 229. Alles klar. Die Bot-Werkstatt ist fertig. Die nächste Bot-Werkstatt auch. Ich möchte einmal Bohrbots herstellen und mehr Transportbots. Wir brauchen am meisten, glaube ich, denke ich mal, Transportbots. So. Was hatte ich hier in der Mitte gehabt? Da hatte ich ursprünglich das Labor gehabt. Das will ich da aber nicht mehr haben. Deswegen kommt hier die Bar hin. Das Labor muss etwas an den Rand weichen. Genau, ich weiß, wie ich es aufbaue. Oh ja. Dann sparen wir sogar etwas Platz. Nein. Ist das größte Labor? Ja, das ist das große Labor. Okay. So. Das erstmal bauen lassen. Vor allem müssen wir so langsam von dem Bioplastik runterkommen. Wir haben so viel fucking Bioplastik, was kein Mensch braucht. Ey, selbst in der Nacht produzieren wir durch Wind. Nur durch Wind alleine. 450 Energie. Wir sind für die Zukunft definitiv gewappnet. Komme, was da wolle. Ersatzteile müssen halt eben nur weiter produziert werden. Dafür bräuchten wir mehr Arbeiter, die hier einfach nur arbeiten. Aber nein, sie sind am Transportieren, weil wir nicht genug Transportbots haben. Das baut alles aufeinander auf. Deswegen versuche ich ihm gerade die Bot-Kapazitäten zu erhöhen, die wir haben. Wir haben 8 Bots. Ich hätte gerne 500. Zumindest gefühlt 500. Nein, ich will 500 Bots haben. 500 Bots auf 300 Kolonisten. Hey. Irgendwann langweilen sich unsere Kolonisten auch. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Labor wurde gebaut, Struktur wurde gebaut. Ja, die Bots, die Bots, die Bots, die Bots, die ratzen das hier rum, die reißen das hier raus. So, eine Sicherheitskonsole, um das Ganze zu überwachen. Nein, nicht recyceln. Wir brauchen... Wir bauen zwei Teleskope. Wir brauchen definitiv zwei Funkkonsolen. Nein, wisst ihr was? Wisst ihr was? Da sind wir ganz unegozentrisch und bauen drei Teleskope und drei wunderschöne Funkkonsolen. Nee. Auf ein bis zwei Waffenstände. So. Na. So. Ja. Und dann kommt hier hinten endlich die... Nein, nicht ein Sauerstoffgenerator raus, sondern eine Luftschleuse hin. Verdammt. Was? Labor hat keine Energie? Ach so, ja, weil die Verbindung noch nicht da war. Jetzt schon. Was brauchen wir denn mehr? Teleskopsonde? Konsole oder Funkkonsole? Ne, Funkkonsolen bauen wir nur zwei. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar.
So, die Produktion hier läuft endlich wieder. Haben wir mehr Bots? Ja, wir haben etwas mehr Bots. Wir haben endlich etwas mehr Bots. Wir haben nur noch 13 Metall. Ja, die 13 Metall müssen ja... Okay. Das Labor hier hinten kann entfernt werden. Dafür kann hier das neue aufgebaut werden. Mit... Einmal das. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kriegen wir nochmal 3 hin?